Wie berechne ich Nullstellen einer Funktion? Eine Funktion an und für sich besitzt im Punkt x0 eine Nullstelle, wenn gilt, dass das f eben von diesem Punkt x0 gleich 0 ist. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, wenn ich die Funktion, wie wir sie hier eben gegeben haben, 0 setze, kann ich mir eben den Nullpunkt oder die Nullstelle dieser Funktion berechnen. Sehen wir uns das Ganze auch grafisch nochmal an. Wenn ich eine Funktion habe, jetzt ganz eine einfache, eine lineare Funktion, die eben hier diesen Verlauf hat, dann sehen wir ja, dass hier eben eine Nullstelle existiert und die Nullstelle hat hier den y-Wert genau 0. Und das ist eben grafisch dargestellt, diese Nullstelle. Da können wir können das natürlich rechnerisch auch bestimmen. Nehmen wir jetzt eben hier diese gebrochen rationale Funktion. Wir sagen, okay, y muss ja 0 sein, dort wo eben eine Nullstelle existiert. Das heißt, ich setze das y gleich 0. Somit 0 ist gleich x² minus 9 durch x plus 1. Das Besondere bei einer gebrochen rationalen Funktion ist eigentlich das, ich müsste mir eigentlich, um die Nullstellen zu berechnen, nur den Zähler anschauen. Da ich ja jetzt hier durch Äquivalenzumformung den Nenner nach links rüberbringe durch Multiplikation und 0 mal den Klammerausdruck hier eben bleibt ja 0. Also brauche ich bei einer gebrochen rationalen Funktion eigentlich nur den Zähler betrachten und diesen 0 setzen. Somit erhalten wir dann eben 0 ist gleich x² minus 9. Denn das minus 9 bringe ich nach links rüber, drehe das Ganze, damit es noch schöner aussieht. Und dann habe ich x² ist gleich 9 und kann mir jetzt überlegen, wann gilt das? Aufpassen hier, ich kann jetzt nicht einfach schreiben, x ist gleich Wurzel 9. Das wäre ja 3. Die Besonderheit hier eben bei Nullstellen berechnen ist, dass je höher der Polynomsgrad in der Funktion ist, umso mehr Nullstellen habe ich. Wenn wir uns betrachten, hier eben die lineare Funktion mit y ist gleich kx plus d allgemein, da habe ich eben den Polynomsgrad 1, somit habe ich bei einer linearen Funktion mit Sicherheit nur eine Nullstelle, wohingegen ich hier bei einer quadratischen Funktion mit Sicherheit zwei Nullstellen habe. Wenn ich aber jetzt hier eben sage, x ist gleich Wurzel 9, erhalte ich ja eigentlich nur eine Nullstelle. Hier muss ich anders überlegen, vor allem wenn ich so einen Ausdruck hier sehe, wann ist x Quadrat 9? Natürlich gibt es da zwei verschiedene Zahlen, die ich einsetzen kann. Zum einen natürlich den Dreier, 3 zum Quadrat ist 9, aber eben auch die negative Variante von 3 mit minus 3 zum Quadrat ist ja ebenfalls 9. Somit erhalten wir als Lösung eben einmal x1 ist gleich 3 und x2 ist gleich minus 3. Das sind unsere Nullstellen dieser Funktion. Wir können das Ganze natürlich auch mit Hilfe einer Probe berechnen, ob das überhaupt stimmt. Dafür setze ich eigentlich nur einmal den x1-Wert hier oben ein. Das heißt, y muss ja im Endeffekt 0 ergeben. Berechnen wir es mit dem ersten Wert für x. 3 zum Quadrat ist minus 9 durch 4 plus 1. Und wir sehen schon, hier oben haben wir 3 zum Quadrat ist 9. 9 minus 9 ist natürlich 0. Und 0 durch 5 bleibt ja auf jeden Fall 0. Somit ist bewiesen, dass an der Stelle x1 mit dem Wert 3 die y-Komponente 0 ist. Das gleiche machen wir dann eben für unser y2 mit der zweiten berechneten Nullstelle. Wir setzen jetzt den Wert minus 3 ein in unsere Funktion. Und auch hier sehen wir oben, minus 3 zum Quadrat ist natürlich 9. 9 minus 9 ist 0. Und unten erhalte ich zwar minus 2, aber 0 durch eine Zahl ist natürlich wiederum 0. Und somit gilt auch für das x2 eben das an der Stelle x2 mit minus 3 eben der y-Wert 0 ist, was beweist, dass eben hier zwei Nullstellen dieser Funktion existieren.